Okay. Then again, a warm welcome to the 26th Carrots Communication Congress in Berlin. To all the people here in the building and all the people watching at the streams. As you may have noticed, the building has the same problem as the planet, too many people error. So we try to somehow mediate the problem by having this Dragons Everywhere streaming concept. We know it's not perfect, there will be people unhappy because they're coming and having no ticket. We hope we find a solution for next year. For this year, we're trying to organize streaming locations in Berlin, like in the sea base and other locations where we try to fit space where people can sit together, watch the streams, and hack together. Okay, die Keynote wird auf Deutsch sein. Here we Dragons ist das Motto dieses Kongresses. Es kommt von alten Landkarten, vorzugsweise Seekarten, wo die alten Entdecker meinten, naja, da könnte irgendwas sein, da sind vielleicht Drachen, da sind Ungeheuer, Seeungeheuer meistens, Dinge, von denen man noch nicht so richtig weiß, was da ist. Da können auch Schätze sein, da können neue Kontinente sein, Dinge, die es zu erobern gilt, Dinge, die es zu entdecken gilt, das Ungewisse. So, und das ist der Kongress steht ein wenig unter diesem, genau unter diesem Stern, dass wir sehen können, dass eine große Fahrt ins Ungewisse bevorsteht, dass die Gesellschaft ein wenig am Suchen ist, dass sie nicht so richtig weiß, wo die Reise hingeht. So die halbe Furcht vor dem Unbekannten, die halbe Furcht vor, beziehungsweise die halbe Hoffnung auf, da könnte doch noch was Schönes kommen. Wir wissen es noch nicht. Wir sind so ein bisschen vor der Flotte unterwegs mit unseren kleinen Hackerschiffen. Wir malen Landkarten, wir versuchen zu sehen, wie die Zukunft aussehen wird. Und wir wollen eigentlich die Wahrheit sagen. Wir wollen nicht da irgendwie nur so einen Kringel hinmalen und sagen, hey, hier könnte irgendwas sein, sondern wenn wir wissen, dass da Ungeheuer sind, dann wollen wir es auch sagen. Wir wollen die Wahrheit nach draußen bringen. Wir wollen sie nicht für uns behalten. Und genau das scheint mir so im letzten Jahr, wenn ich unterwegs war, Vorträge zu halten, immer wieder so ein interessanter Punkt zu sein. Die Leute wollen die Wahrheit wieder hören. Die wollen wieder gesagt bekommen, was wirklich los ist. Die haben genug von Marketing-Bullshit, die haben genug davon, angelogen zu werden. Sie wollen tatsächlich hören, was passiert. Und was wir sehen müssen, ist, die Fundamente unserer Gesellschaft werden immer rottiger. So, die Zukunft wird verzockt. Wir haben eine Situation, in der die politische Klasse oder die politische Schicht einfach nicht mehr so richtig weiß, wo sie hin will. Sie hat immer weniger Optionen. Auf der einen Seite ist da China, so der große Tiger mit einer autoritären Gesellschaft, aber wirtschaftlich äußerst erfolgreich. Auf der anderen Seite hat das libertäre System im Westen mit seinen Zockerbanken Vertrauen verspielt. So. Und die Frage ist, wie kommt man da raus? Die Politik ist eingeklemmt, sie braucht neue Alternativen und sie findet sie nicht. Sie ist intellektuell ein wenig überfordert, könnte man fast sagen. Natürlich ist dann die Versuchung groß, das chinesische System als Leitbild zu propagieren und zu sagen, hey, eine Gesellschaft, alle für ein Ziel, Hauptsache wirtschaftlicher Erfolg. Nun ja, so richtig schön ist das natürlich nicht. Wenn wir zurückgucken in den Kalten Krieg, da hatte der Westen ein anderes Modell, nämlich zu sagen, hey, hier sind Freiheiten, hier kann jeder tun, was er will. Da gab es sogar eine Sache, die vielleicht ein Modell sein könnte für die Content-Mafia, die ja so leidet und darbt. Die CIA hat nämlich damals abstrakte Kunst gefördert und bezahlt, um ein leuchtendes Vorbild zu sein. Vielleicht könnten Sie das Prinzip ja wieder aufnehmen. Ja, Neugier ist unsere Triebkraft. So, wir wollen Dinge wissen, wir wollen Dinge erforschen, wir wollen wissen, wohin die Reise geht. Und wir wollen nicht nur Gegebenes hinnehmen. So. Und der Drang in der Gesellschaft ist immer, Kompromisse zu machen, so irgendwie Ausgleich, irgendwas irgendwie, ja, wenn die einen meinen, Überwachung sei toll und die anderen seien nicht übertoll, dann machen wir halt ein bisschen Überwachung. Nein, das sind nicht die Kompromisse, die wir eingehen wollen. Wir wollen selber
selber machen, selber lernen, selber Dinge bewegen. Das Wissen, was wir dabei anhäufen, erzeugt natürlich manchmal eben auch Furcht, so, aber auch Verantwortung. Wir wissen einige Dinge besser als viele Leute da draußen. Wir haben die Verantwortung, sie zu sagen, zu gucken, was passiert. Und wir hier alle zusammen haben wahrscheinlich mehr Science-Fiction gesehen und gelesen als der gesamte Rest der politischen Klasse. Das heißt, für uns sind diese ganzen Zukunftsszenarien sehr viel realer und sehr viel bedrohlicher, weil wir haben sie schon mal gesehen, wir haben sie schon mal gelesen, wir können sie uns gut vorstellen. Es ist nicht irgendwas Abstraktes. Technologie wird in dem Maße politisch, wie sie den Alltag bestimmt. In dem Augenblick, wo eine Technologie anfängt, in das alltägliche Leben einzudringen, den Alltag zu bestimmen oder auch tatsächlich Lebensraum zu werden, wird sie zwangsläufig politisch. Ist vielleicht Politik für uns deswegen nur ein weiteres Thema? Wir sind es ja gewohnt, wenn irgendwas kaputt ist, hey, dann machen wir es auf, gucken rein, ist kaputt, wie funktioniert es, heile machen, Klappe zu, zuschrauben, geht wieder. Machen wir mit Politik vielleicht genau dasselbe? Wir wissen es noch nicht. Allerdings, was wir sehen, ist, dass dadurch, dass der digitale Lebensraum die gesamte Gesellschaft umfassen wird, und der digitale Lebensraum war bisher unser Lebensraum, hier haben wir gewohnt, die anderen waren da draußen, die wussten nicht mal, was ein Computer ist, die hatten noch nicht mal Internet. So war es. Nun sind die plötzlich da mit ihrer Bildzeitung.de und dem ganzen Unsinn. Ja? Und wollen ihren Lebensstil auch im Internet reflektiert sehen und wir fühlen uns nun, ja, so ein bisschen beengt. So. Was passiert ist, wir sind tatsächlich in der Realität angekommen, weil die Realität ist zu uns gekommen. Der Dreischlag aus Bundestrojaner, Vorratsdatenspeicherung und Zensur hat dieses Jahr so viele Leute dazu getrieben zu sagen, hey, wir gucken hier nicht länger zu. Wir müssen was tun, dass die Politisierung der Digitalen, kann man 2009 sagen, ist wirklich passiert. So, wir waren mit mehreren 10.000 Leuten auf der Straße. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wart ihr alle auch auf den Demos und mein vorherrschendes Gefühl da war, hey, ich bin nicht alleine. Da sind noch 30.000 andere. Wenn wir uns angucken, was passiert in genau dieser digitalen Welt. Wir ersaufen da an Daten. Es ist nicht mehr so, dass Daten zu generieren, Daten zu schaffen und zu speichern das Problem ist. Das Problem ist, aus diesen Daten irgendeine Art von Sinn zu generieren. Und interessanterweise ist dieses Problem bei ungefähr allen da. So bei den Geheimdiensten schon immer. So, die haben schon immer zu viele Daten, wissen nicht so richtig, wie sie die richtigen Fragen stellen sollen, um herauszufinden, welcher verrückte Eminit sich jetzt gerade ein Paket Sprengstoff ans Bein schnallen will. Können sie wahrscheinlich aus den Daten auch gar nicht gewinnen. Wir sehen es bei den Klimaforschern so. Die haben auch zu viele Daten und wissen nicht genau, wie sie daraus Sinn generieren. Google weiß wahrscheinlich noch am besten, welche Daten sie woraus generieren. Und wir haben diese Diskussion auch bei uns, zum Beispiel in der Wikipedia. Da gibt es einige Leute, die meinen, hey, wir haben zu viele Daten, lass uns mal ein paar löschen. Was wir dabei nicht übersehen sollten, ist, dass die Algorithmen, um Daten auch einfach nur aus der Masse zu generieren, Kategorien zu generieren, zu welcher Gruppe man gehört, gerade über Einzelpersonen, die werden immer besser. Wenn wir uns die Empfehlungen angucken, die auf den typischen Bücher- und sonstigen Kaufseiten kommen oder auch auf den Pornseiten, ne, die haben jetzt alle mittlerweile so ein, hey, diese Porn könnten dir gefallen. Und die werden immer besser. Das heißt, wir sollten nicht vergessen, dass diese Algorithmen immer besser werden. Wir sollten nicht annehmen, dass dieses Ersaufen im Meer von Daten folgenlos bleibt. Im Gegenteil. Daten zu speichern bedeutet, irgendwann werden diese Daten genutzt. Wie der Herr Gusi in der Pressekonferenz zur Vorratsdatenspeicherung sagte, so, ja, wenn da ein Trog ist, dann kommen die Schweine. Und so ist es mit den Daten auch. Wir wissen ja schon sehr lange dieses Spannungsfeld zwischen Technologie und sozialen Problemen. So, man sagt ja immer, ja, Technik kann soziale Probleme nicht lösen.
so diese ganzen Sprüche. Aber wenn wir mal genau hingucken, was wir gelernt haben in den letzten Jahren, ist, Technologie kann soziale Probleme nicht alleine lösen. Sie kann aber sehr wohl neue schaffen. Und sie kann aber auch zur Lösung beitragen. Sie kann sie nicht alleine lösen. Eines der Dinge, die wir ins Auge fassen müssen in der Zukunft, ist der heraufziehende Konflikt zwischen Umweltschutz und Privatsphäre. Wir sehen zunehmend Modelle, die vorgeschlagen werden, um zum Beispiel Klimaschutz zu betreiben, wie zum Beispiel diese sogenannten Personal Carbon Credits, also ein Punktesystem, bei dem jeder eine endliche Anzahl von CO2-Tonnen zugeordnet bekommt und die dann verbraucht. Man kann sowas ganz prima anonym machen mit einer elektronischen Währung, die Technologien sind da, die Patente sind mittlerweile sogar abgelaufen oder werden bald ablaufen. Das heißt, man kann sowas richtig machen. Man kann es in einer Art und Weise machen, bei der der Datenschutz nicht leidet. Was aber passiert ist, solche Systeme werden absichtlich entwickelt, um mehr Daten zu generieren. Ich habe zum Beispiel einen Prototyp von so einem Personal Carbon Credit System gesehen, ist eine, an die Kreditkarte gebunden und da wird dann wirklich jede einzelne Transaktion, jedes einzelne Ding, was man in seinem Leben tut, wo man irgendwie CO2 verbraucht, außer Atmen kommt bestimmt auch noch, wird abgerechnet. Eine Sache, die uns vermutlich noch früher drohen wird, ist eine GPS-basierte Pkw-Maut. Jedes einzelne Fahrzeug wird jederzeit getrackt. In Holland wird es gerade eingeführt. So, da ist es so, dass genau diese Verhandlung, wie viel Daten müssen dann preisgegeben werden, um das Ziel zu erreichen, und kann man nicht auch technologisch andere Lösungen finden, beeinflusst tatsächlich den Alltag. Und da müssen wir uns engagieren. Noch ein Beispiel, Smart Metering, die intelligenten Stromzähler. So werden gerade schon in verschiedenen Bundesländern ausgerollt. Was es bedeutet am Ende ist, dass der Energiekonzern oder auch Google, weil die sind auch ganz aktiv, hinterher weiß, wann du deine Waschmaschine anmachst oder ob du nachts um 3 nochmal zum Kühlschrank gehst, weil sie können es am Stromverbrauch sehen. Und die Profilierungen, die da gemacht werden können, sind enorm. Und hier müssen wir aufpassen, weil wir haben traditionell gute Beziehungen zu den Umweltschutzorganisationen und zu den Aktivisten, die sich um Klimaschutz und solche Dinge kümmern. Nur, da gibt es zunehmend tatsächlich eine Tendenz, dass es auseinanderdriftet, dass die sagen, hey, wir müssen diesen Planeten retten, passt mal, hört mal auf mit eurem komischen Datenschutz da hinten. Eine Sache jetzt zum Beispiel, der bei Kopenhagen, dieser Hack oder dieses Leak von den Daten von den Klimaforschern, hat dazu geführt, dass eine Menge von diesen Umweltschutzorganisationen einigermaßen doll sauer auf die Hacker sind. So, da müssen wir echt aufpassen. Wo wollen wir hin? Was ist das Ziel? Digitale Bürgerrechtsarbeit ist etwas, was in diesem Jahr einen unglaublichen Aufschwung erhalten hat. Wir sind sehr viel weitergekommen, als wir gehofft haben. So, wir haben angefangen mit einem Thema, von dem wir dachten, Herrgott, das können wir nicht gewinnen. Kinderpornos. Da kann man ja eigentlich nichts machen. Und was ist passiert? Zehntausende von Leuten haben gesagt, hey, hört auf, das geht nicht mehr. So, wir müssen jetzt einfach mal Stopp sagen, sonst geht's in die falsche Richtung. Und genau das ist der wesentliche Punkt. Es geht nicht darum, Mehrheiten zu gewinnen. Mehrheiten sind ein schwieriges Ding. Worum es geht, ist, den gesellschaftlichen Konsens zu kippen. Es darf eben nicht mehr okay sein, Daten einfach sinnlos zu speichern. Es darf nicht mehr okay sein, einfach Daten zu profilieren, den Einzelnen auszuforschen. Diesen Konsens müssen wir ändern. Und es gibt gute Beispiele dafür. Trotzdem die Grünen bei, keine Ahnung, 10-15% Wahlergebnis sind, ist Umweltschutz heute Gesellschaftsziel. Das heißt, man kann diesen Konsens tatsächlich ändern, selbst wenn man nicht die Mehrheit ist. Und das soll unser Ziel sein, da müssen wir hin. Datenverbrechen waren bisher Kavaliersdelikte. Na, das ist irgendwas, wo man halt, naja, Herrgott, 10.000 Euro und vielleicht noch irgendwie an die gemeinnützige Stiftung und irgendwie einen Fax geschrieben an die Leute, die es betroffen hat, wenn es hochkommt. Meistens hat man einfach den Mund gehalten und weitergemacht. Das geht nicht mehr. Die Zeit ist vorbei. Daten sammeln als Geschäftsmodell, StudiVZ und wie sie alle heißen, so, ist nichts weiter als eine Datensammelanstalt für Geld, für Profit. So, dabei kommen dann eben auch mal Leute um. Das geht nicht mehr. Die Zeit ist vorbei, wo das zu tolerieren ist. Selbst wenn da draußen Leute sind, die Big Brother als Fernsehshow toll finden. Ja, guckt euch diese Leute mal an.
von denen werden wir eh nicht regiert. Niemand würde auf die Idee kommen, sowas als gesellschaftlichen Standard akzeptieren zu wollen. So, das ist halt eine Verirrung. Wo wollen wir also unsere Energie konzentrieren? Wo wollen wir hin? Was ist sind die wesentlichen Kernthemen, wo wir uns fokussieren wollen? Wir haben da lange drüber diskutiert so, und haben versucht, das mal ein bisschen zu kondensieren. Eines der wesentlichsten Rechte, auf denen wir bestehen müssen, wo wir dafür sorgen müssen, dass sie uns nicht genommen werden, und wo wir unseren Spielraum erweitern müssen, ist freie Kommunikation. Das Recht, über jedes Protokoll unzensiert zu kommunizieren, mit beliebiger Verschlüsselung und Anonymität. De facto ist dieses Recht mittlerweile nahezu gleichbedeutend mit dem Recht auf freie Information geworden, weil im Internet ist jeder Sender. Wir sind nicht mehr in der Broadcast-Zeit, auch wenn es einige Leute noch nicht verstehen wollen. Wir sind nicht mehr da, dass es da draußen nur Fernsehsender gibt und das Recht auf freie Information bedeutet, man kann seine Satellitenschüssel aufs Dach stellen. Das Recht auf freie Information bedeutet, eben in jedem Protokoll unzensiert kommunizieren zu dürfen. Wir haben die ersten Crypto-Wars gewonnen. Ihr erinnert euch vielleicht dunkel damals, Clipperchip, der Versuch, Key Escrow, also die Hinterlegung von Schlüsseln, einzuführen, sodass man der Staat jederzeit Verschlüsselung brechen kann. Das haben wir gewonnen. Wir steuern aber gerade auf die zweiten Crypto-Wars zu. Auf diesem Kongress passieren eine ganze Menge Sachen, wo Krypto der alten Generation final kaputt gemacht wird. So, wir haben GSM, so das am weitesten verbreitete Kryptosystem auf diesem Planeten. Werden wir sehen, wie es kaputt gemacht wird, und zwar live auf der Bühne. Wir haben Legic. Das neben MyFair weit verbreitetste Zugangskontrollsystem, wir sind schon so elektronische Türen, wurde auf diesem Kongress live und öffentlich kaputt gemacht. Wir haben DECT, Schnurlostelefone. Das sind alles Sachen, wo keine richtige Krypto drin steckt, sondern so mehr so, hausbackene Krypto, sagen wir mal, falls überhaupt von Krypto die Rede sein kann. Danach geht es eben daran, wer hat Zugriff zu den Schlüsseln? Weil die Algorithmen, die danach kommen, da dauert es, wie wir jetzt gerade gelernt haben, immer so was wie 13 bis 15 Jahre, bis die gebrochen werden. Das heißt, es ist noch ein bisschen hin. In der Zwischenzeit geht es dann um die Implementierung. Genau darum geht es zum Beispiel auch für die Staaten. Worum es ging beim Bundestrojaner, war eben genau zu sagen, okay, ihr dürft zwar verschlüsseln, aber wir wollen eure Schlüssel haben. In England ist das Ganze geendet im sogenannten RIP Act, also dem Recht des Staates, jemanden in den Knast zu werfen, wenn er sein Passwort nicht rausrückt. Für die Verschlüsselung. In Deutschland sind wir zum Glück nicht so weit, aber diese Forderungen werden kommen. Und genau dieser Zugang zu den Schlüsseln ist es auch, der beim ganzen Reverse Engineering immer wichtiger wird. Wenn wir halt irgendwie Hardware auseinandernehmen, gucken, was da drin ist, wie sie funktioniert, ist die erste Frage, wo sind denn eigentlich die Keys? Womit wird denn signiert? Womit werden die Firmware-Updates gebaut? Das wären Kernfragen. Das Recht, unüberwacht zu sein, unsere Daten selbst zu behalten, erscheint uns auch wichtig genug, um unsere Energie dazu zu fokussieren. Man könnte derzeit so den Eindruck gewinnen, das Einzige, was noch so zwischen uns und dem Überwachungsstaat steht, ist die technische Inkompetenz der Überwacher. Und das Bundesverfassungsgericht. Das Grundrecht auf digitale Intimsphäre. Mir kamen ehrlich gesagt die Tränen, als ich da saß und es hörte. Wir haben ein neues Grundrecht geschenkt bekommen. Wir müssen es auch wahrnehmen. So, wir müssen tatsächlich auch dieses Grundrecht aktiv nach draußen tragen. Die Kernfrage, die sich dem Verfassungsgericht zum Beispiel auch gerade wieder stellt im Kontext der Vorratdatenspeicherung ist, ist es besser, Daten aufzuheben und auszuwerten? Und den Zugang zu diesen Daten zu beschränken? Oder ist es besser, diese Daten gar nicht erst zu speichern? Wir tendieren natürlich zu Letzterem. Unser Staat und die meisten Unternehmen tendieren dazu, erstmal lieber aufheben, auswerten
und im Zweifel den Zugang ein bisschen beschränken. Wir sagen, okay, hey, meine Daten gehören mir, wir wollen die nicht rausgeben. So, und andersrum interessanterweise, wenn wir dann mal deren Daten wollen, wenn wir mal wissen wollen, was steht denn jetzt in den Toll-Collect-Verträgen, wenn wir dann mal wissen wollen, wie funktioniert denn diese Software auf dem Arbeitsamt genau, dann ist leider der Datenschutz im Wege, dann geht leider nicht. So. In der Hackerethik steht, private Daten schützen, öffentliche Daten nützen. Ist aktueller denn je, da müssen wir drauf bestehen. Der Kernpunkt bei der Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung ist es denn okay zu profilen, Daten über den Einzelnen auf der Basis seiner Nutzung, seines Lebens zu generieren, sein Leben digital zu erfassen, die digitalen Spuren im Schnee flächendeckend aufzunehmen. Wir denken nicht. Und wenn wir uns so die Datenskandale der letzten Jahre angucken, so Telekom und wie sie alle hießen, ist vollkommen offensichtlich, erstmal speichern und dann gucken, wie es weitergeht, ist keine Option. Daten speichern ist der falsche Weg. Daten vermeiden ist das, was wir wollen. Eng damit verbunden ist etwas, was wir mal bezeichnet haben als das Recht, es mit Menschen zu tun zu haben. John Brunner hat im Schockwellenreiter geschrieben, wenn es etwas wie das absolut Böse gibt, dann ist es, einen Menschen wie ein Ding zu behandeln. Oder auch wie eine Nummer. Und genau das ist, was immer mehr passiert. Wir haben die Tendenz, dass der Staat und vor allen Dingen auch Unternehmen unser Leben in immer schlechter geschriebener Software verwalten. Wir sind nur noch Vorgänge in Kundenbetreuungssystemen, die an irgendwelche anonymen Callcenter outgesourced werden können. Wenn wir irgendwie versuchen, mit dem Amt zu kommunizieren, wird es demnächst halt auch nur noch irgendwie, ja, sagen Sie mir doch mal Ihre Bürgernummer bitte, heißen. Das heißt, das Recht, überhaupt mit Menschen zu tun zu haben, menschliches Ermessen, menschlichen Ermessensspielraum haben zu können, wird immer wichtiger. Insbesondere, wenn wir uns angucken, wie schlecht die Systeme sind, mit denen da automatisiert wird. So, und die Probleme, die dabei entstehen, wenn man nicht mehr mit Menschen zu tun haben kann, merkt jeder einfach daran, hat schon mal versucht, mit PayPal zu telefonieren? Geht nicht. So, da ist man in einer automatisierten Kundenabwimmelungssoftware gefangen. Und die Klassifizierung des Einzelnen über Scoring in solchen Systemen, hey, die Kundennummer kennen wir schon, das ist dieser Nervling, tu den mal in die Warteschleife. Der reklamiert so häufig, der wohnt in einer Gegend, wo die Leute häufiger reklamieren. Der wohnt in einer Gegend, wo die Leute häufiger Rechnungen nicht bezahlen oder wo die Leute zu viel Internet benutzen, wo sie tatsächlich irgendwie die Bandbreite, die sie bezahlt haben, auch benutzen wollen. Das sind genau die Probleme, die immer mehr werden, je mehr wir in unserem Menschsein automatisiert und verdatet werden. Die Rationalisierung des Umgangs mit Menschen ist böse. Das müssen wir einfach mal so klar festhalten. Diese Rationalisierungslogik, die in den Unternehmen entsteht, aus diesem Customer Relationship Management System, greift natürlich auf den Staat über. Die Verwaltung des sozialen Elends in Arbeitsamt, Sozialamt, Hartz IV oder wie auch immer die Dinge gerade heißen mögen, diese Rationalisierung führt dazu, dass die Menschen immer weiter entwürdigt werden. Und obendrein lassen sie noch niemand, nicht mal jemand in diese Software reingucken. In Holland gibt es da ein sehr warnendes Beispiel, da gibt es das sogenannte Projekt Gegenwirken. Da haben die sich gesagt, hey, naja, also wir haben hier Finanzamt, wir haben hier Hygieneamt, wir haben den ganzen Rattenschwanz von staatlichen Kontrollämtern. Und dann haben wir da diese Leute, denen können wir zwar nichts nachweisen, da wissen wir aber so, wir haben da so das Gefühl, das sind böse Leute. Die sind entweder Terroristen oder Drogendealer oder was auch immer. Oder Steuerhinterzieher. Also Leute jedenfalls, denen man eigentlich mal das Leben unangenehm machen muss. Weil wir können ihnen zwar nichts nachweisen, aber wir wollen sie eigentlich hier nicht haben. Und was tun die dann? Da wird dann halt an dem Zufall gedreht, der zum Beispiel sagt, hey, der bekommt jetzt eine Steuertiefenkontrolle oder in dessen Restaurant findet irgendwie jeden Monat eine Hygieneinspektion statt oder der Schornsteinfeger kommt alle 3 Monate vorbei
und so weiter und so fort. Das heißt, da wird genau diese Automatisierung des Umgangs mit Menschen dazu benutzt, ein nach außen unschuldig erscheinendes Terrorregime aufzubauen. Die meisten Leute, die davon betroffen sind, kriegen davon einfach nichts mit. Nur die, die es betrifft, die haben halt Pech. Nur, dass dieses Pech halt staatlich kontrolliert wird. Ja, automatisierte Strafverfolgung kennen wir ja schon, geht immer weiter. Die GVU versucht es natürlich auch gerne, möglichst aus ihrem Skript heraus die IP-Adressen gleich direkt bei den Strafverfolgern einzukippen. Automatisierte Strafverfolgung ist genau dieses Problem. Da ist kein Mensch mehr. Das Recht als mündige Bürger Einblick in die Strukturen zu bekommen, die uns verwalten, sowohl strukturell als auch in die Software, wird immer wichtiger. Wir wollen verstehen können, was da eigentlich passiert, wieso Dinge so sind, wie sie sind, warum Fuck-ups passieren, warum wir nicht die Auskunft bekommen, die wir haben wollen. Und so ein Geschäftsgeheimnis, wie es immer wieder gern benutzt wird, wie zum Beispiel im Wahlcomputerfall, kann kein Grund sein. Wenn etwas alltagsrelevant ist, wenn es jemand betrifft, dann kann es kein Geschäftsgeheimnis sein. Ganz einfacher Grundsatz. Dann muss diese Firma halt einen anderen Weg finden, ihren Profit zu machen, wenn sie es nur sonst nur tun könnte, wenn sie ihre Sachen geheim hält. Gerade was Scoring betrifft, gerade was irgendwie die ganzen Profiling-Geschichten betrifft, da wollen wir genau wissen, was da passiert. Der Staat ist für den Bürger da. Muss man einfach mal wieder so festhalten. Der Staat sind eigentlich wir als Bürger. Da kann Geheimhaltung wirklich nur die absolute Ausnahme sein, nicht die Regel. Wer meine Daten hat und verarbeitet, der muss mir auch einfach mal erzählen, was er damit tut und warum. Das Recht zu forschen, das Recht zu reverse-engineeren, zu hacken, reinzugucken, wollen wir uns nicht nehmen lassen. Wir haben keine Scheu davor, in Dinge reinzugucken und uns in neue Themen einzuarbeiten. Und das Brechen von technischen Hindernissen wird immer wichtiger. Wir können teilweise nur noch durch Reverse-Engineering verstehen, wie Dinge funktionieren. Dieses Recht können wir uns auf gar keinen Fall nehmen lassen. Die Erweiterung davon, das Selbermachen, das Fabbing, die Maker-Bewegung, die ganzen Do-it-yourself-Geschichten, die Paradigmenwechsel darin darstellen, wie Dinge hergestellt werden, sind damit eng verbunden. Und interessant daran ist, wenn man Sachen nur für sich macht und sie nicht verkauft, dann sind Patente plötzlich eine interessante Informationsquelle. Dann muss man die nicht mehr als Hindernis sehen, sondern auch wenn es patentiert ist, dann ist es wenigstens dokumentiert und dann kann man es halt bauen. Für sich selbst natürlich. Ja, wo wollen wir denn hin? Meiner Meinung nach ist der Zeitpunkt gekommen, den ganzen Mist, der da passiert, an Überwachungsgesetzen, an Einschränkungen zurückzurollen. Wir können nicht nur weiter in einem Abwehrkampf verharren und sagen, Herr Gott, das passiert halt und wir versuchen es irgendwie zu bremsen und dann gucken wir mal, nein. Wir fangen an, mit konkreten, radikalen Forderungen dagegen zu halten. Wir wollen nicht weiter nur sagen, Datenschutz bedeutet, ihr müsst da mal ein bisschen aufpassen. Nein, wir wollen, dass Datenverarbeiten teuer wird. Wir wollen einen Datenbrief haben. Wir wollen, dass jedes Unternehmen, jede staatliche Stelle verpflichtet wird, uns mindestens einmal im Jahr mitzuteilen, welche Daten sie über uns hat und was sie damit getan hat. Wir kommen auch nicht mehr weiter mit so Pussy-Forderungen wie, hey, wir müssen mal ein bisschen beim Datenschutz irgendwie drehen und vielleicht die Preise für Verstöße erhöhen. Die Geschäftsführung muss persönlich verantwortlich werden für Datenverbrechen. Wohin es führt, wenn wir keine persönliche Verantwortung, keine persönliche Haftung haben, können wir gerade beim Bankendesaster prima beobachten. Die Sachen funktionieren nicht, wenn Institutionen Verantwortung des Einzelnen einfach verwischen, delegieren und irgendwie abfedern können. Es muss den Leuten tatsächlich persönlich an ihre Existenz gehen, wenn sie Scheiße bauen. Wenn sie solche Verantwortung haben, wenn sie solche Risiken für sich und die Gesellschaft aufnehmen, dann müssen sie dafür auch gerade stehen. Wir wollen eine Stiftung Datenschutz. Wir wollen eine Institution, die unabhängig ist, die nicht irgendeinem Ministerium unterstellt ist, die nicht dem Staat irgendwie hörig ist,
die aus Steuergeldern finanziert wird und die Datenschutzstandards vergleicht, die einfach verständliche Methoden entwickelt, um zu sagen, hier sind die Datenschutzstandards von Unternehmen X und hier sind die Datenschutzstandards von Unternehmen Y. Und dann machen sie von mir aus eine Ampel oder einen Scoring-Wert oder was auch immer, aber jedenfalls etwas, mit dem jeder verstehen kann, dieses Unternehmen hier hat schlechtere Datenschutzstandards als dieses hier, hey, dann trage ich es doch zu dem anderen. So. Es kann dabei nicht nur darum gehen, sinnlose Zertifikate zu verteilen, wie es jetzt so einige Datenschutzzentren angefangen haben, die dann da so Stempel drauf tun, wie irgendwie, ja, haben wir angeguckt, ist toll. So, darum kann es nicht gehen. Es muss eine Institution sein, die auch sagen kann, hier ist es mal richtig schlimm. Das geht mal gar nicht. So, nicht nur so goldene Sticker verteilen, hey, wir sind hier total toll. Was wir weiterhin brauchen, ist ein unabhängiges BSI. Das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik wird gerade im Rahmen des Umbaus der Sicherheitsarchitektur in Deutschland zu einer neuen Überwachungsbehörde. Die dürfen jegliche Kommunikation von und mit den Behörden mitschnorcheln. Unter ziemlich unscharfen Regeln. Das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik untersteht dem Innenministerium. Das heißt, es ist nicht unabhängig. Es ist vollkommen klar, dass es eine staatliche Behörde braucht, die sich um Informationssicherheit kümmert. So, dazu sind die Probleme zu groß, um sowas nicht zu haben. In der momentanen Struktur funktioniert es aber nicht. Unterhalb des BSI, unterhalb des Innenministeriums kann man sowas nicht machen. Wir wollen uns der Debatte um die Vergütung für Kulturschaffende stellen. Es ist nicht so, dass wir sagen können, okay, hey, naja, habt ihr halt Pech gehabt, wir kopieren jetzt euren Scheiß und irgendwie seht mal zu, wie ihr zu Geld kommt. Unsere Verantwortung da ist größer. Wir müssen Modelle entwickeln, die es möglich machen, in der Zukunft Kunst und Kultur zu erhalten, unter einer Prämisse, die vielen Leuten in dieser Industrie nicht gefallen wird. Es gibt kein Recht auf Reichtum. Niemand hat das Recht, als Popstar stinkend reich zu werden. Da gibt es kein Recht drauf. Das ist eine, tatsächlich, wenn man es geschichtlich betrachtet, ist eine Verirrung. So, wenn wir in die Geschichte gucken, so, dann kann man von Kunst leben. Es ist auch gut so, dass man von Kunst leben kann, aber man kann nicht stinkend reich werden. Die Modelle, die wir diskutieren, also eines davon ist zum Beispiel zu sagen, der Staat muss Urheberrechte von Werken aufkaufen und in die Public Domain stellen. Aus dem einfachen Grund, dass die Bibliotheken momentan ihre Aufgaben schlicht nicht mehr erfüllen können, weil immer mehr Werke, die sie aufheben sollen, durch Digital Rights Management und ähnliche Geschichten so verkrüppelt sind, dass man sie gar nicht mehr verwenden kann oder nur noch in der Bibliothek am Bildschirm lesen kann. Wie bescheuert ist das denn? Wir entwickeln ein Konzept, das wir hoffentlich im Frühjahr publizieren können, das darauf hinausläuft, zu sagen, der Staat hat die Pflicht, Kultur zu erhalten. Der Staat muss Werke aus dem Urheberrecht rauskaufen in die Öffentlichkeit. Und was er ankauft, was er tatsächlich in die öffentliche, in den öffentlichen Besitz überführt, das sollen bitte die Bürger bestimmen. Wir haben die Technologie, um eine elektronische Parallelwährung dafür zu bauen. Wir nennen es mal Content-Punkte. Und mit so einem System könnte man relativ einfach, eine der Überlegungen ist zum Beispiel zu sagen, jeder bekommt 100 von diesen Content-Punkten im Monat, die kann er verteilen an Kulturschaffende, die sagen, okay, ich will bei dem System mitmachen. Und die sind unterteilt in Kategorien, damit nicht Britney Spears alle Punkte bekommt, sind die unterteilt in so die Kunstkategorien. Da kann man sich dann drüber streiten, wie viele in welcher Kategorie sind. Und man verteilt die und am Ende des Abrechnungszeitraums wird zusammengezählt, wer wie viele Punkte bekommen hat. Und dann werden die entsprechenden Werke, die oben auf der Liste stehen, halt angekauft. Zu einem vernünftigen Kurs, von dem man leben kann, so, der bestimmt ist vom Volk. Wie gesagt, im Frühjahr dazu mehr. Wie kommen wir dahin? Wie können wir unsere Ziele erreichen? Was sind die Mittel, mit denen wir bisher Erfolg hatten, von denen wir glauben, dass sie ausbaubar sind? Juristische Gegenwehr ist immer so ein bisschen, naja, so ein bisschen Achterbahnfahren, ne? So, man gewinnt mal, man verliert mal, ist so, man gewinnt aber eben auch mal. Die Siege sind halt leider nicht so richtig immer 100-prozentig, sondern mehr so 90-prozentig. So, zum Beispiel Wahlcomputer oder Bundestrojaner, Kennzeichenerfassung, so sind alles so Sachen, wo wir vom Verfassungsgericht mitgeholfen haben, kann man so sagen.
Regelungen zu finden, die zumindest okay sind. Die sind nicht toll, aber immerhin kann man damit leben. Hackerparagraph ist ein Beispiel, wo man sagen muss, nun ja, haben wir viel Energie reingesteckt. Das Ergebnis ist so mäßig. So, ist halt eine Klarstellung, man kann nicht verurteilt werden nur für den bloßen Besitz von Hacker-Tools, aber diese Klarstellung ist halt im Rahmen einer Klageabweisung ergangen. Das Verfassungsgericht ist leider immer mehr die Ultima Ratio. So, wir können eigentlich uns schon fast Apartments in Karlsruhe mieten, so oft wie wir dahin müssen. Das Problem dabei ist aber, dass die schwindende Legitimität des Rechts hat auch den Effekt, dass selbst Urteile des Verfassungsgerichts in der Rechtsrealität kaum ankommen. Wir haben zum Beispiel den Effekt, dass das Verfassungsgericht hat im Urteil zum Bundestrojaner gesagt, Beschlagnahme von Festplatten und die Auswertung von diesen Festplatten ist äquivalent zu sehen wie das Datenausforschen mit dem Bundestrojaner. Glaubt ihr, irgendein Polizist hat davon schon mal gehört? Dass bei irgendeiner Festplattenbeschlagnahme erstmal geguckt wird, was ist denn hier Kernbereich, wo müssen wir denn genau hingucken, wie limitieren wir denn die Daten, die wir uns angucken, auf die Sachen, die wirklich notwendig sind. Im Gegenteil, wir haben Fälle, wo von beschlagnahmten Festplatten Privatporn ins Internet hochgeladen wurde, von Ermittlungsbeamten. So, und was uns jetzt sagt, ist, es reicht nicht zu helfen, dass da die richtigen Urteile zustande kommen. Wir müssen dafür sorgen, dass die in der Rechtsrealität ankommen. Wir müssen tatsächlich im Einzelfall nachbohren, hinweisen, sagen, hier, guckt, da gibt es ein Urteil des Verfassungsgerichts. Beim Vorgehen gegen jetzt die nächste Welle der Urheberrechtsgesetze, die nächste Novelle steht da bestimmt irgendwann an, ACTA, dieses internationale Abkommen, da was unter großer Geheimhaltung verhandelt wird, die werden große nächste Baustellen sein und auch da werden wir juristische Gegenwehr brauchen. Vereinzelt wurde ja gesagt, hey, naja, also guck mal, so viel Überwachung und so viel Problemgesetze wieder kommen wegen File-Sharing und wegen Urheberrecht, wir müssten doch eigentlich aufhören, File-Sharing zu betreiben. Das ist so ein bisschen so wie die Forderung sozusagen, naja, also 2/3 aller Telefonüberwachungen sind wegen Drogendelikten. Wir hören jetzt einfach mal alle auf, Drogen zu konsumieren, weil dann wird auch weniger überwacht. Ein Bereich, der enorm wichtig ist und der, denke ich mal, vielen hier auch am Herzen liegt, ist die technische Verteidigung unseres digitalen Lebensraums. Es dauert eine Weile, bis sich die Gesellschaft ändert und solange müssen wir unseren Handlungsspielraum erhalten. Wir brauchen Kommunikationsmittel, wir brauchen Publikationsmittel, die auch funktionieren, wenn da draußen Zensur stattfindet. Ist umso wichtiger denn je, wie detailliert diese Systeme funktionieren. Die Packet Inspection ist zum Beispiel eines dieser Probleme, was ganz akut, wird auch in den Zensurvorträgen debattiert werden, was uns ganz akut am Hacken klebt, wo wir richtig reingucken müssen, wie kommen wir darum rum, wie können wir es umgehen, wie können wir verhindern, dass diese Systeme flächendeckend so installiert werden, dass damit jegliche Kommunikation eingeschränkt werden kann. Wir müssen auch mal zugeben, dass eines der Probleme, die wir haben, die schlechte Softwarequalität ist, die in den Werkzeugen und den Softwareprodukten, die wir verwenden, auch den Open-Source-Software-Projekten, uns immer wieder auf den Fuß fällt. So, wir haben einfach mal einen riesigen Haufen von Software, der nicht besonders gut ist und darauf verlassen wir uns. So, wenn wir jetzt nur mal so an solche Massengräber wie OpenSSL denken, naja, wir werden da noch ein bisschen drüber hören auf diesem Kongress, aber jedenfalls da ist eine große Baustelle. Also wenn ihr keinen Bock auf Politik habt, hey, dann macht wenigstens die Software besser.